Was muss ich jetzt machen? Ist hier irgendwas? Da war doch eben was auf der Karte. Naja, egal. Wir gucken mal auf die Karte, was wir machen können. Oder müssen, eher gesagt. Da müssen wir hin. Hauptmission natürlich, so. Dann können wir direkt weiter starten. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Zion Fletcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unser Netz. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu. So, jetzt kriegen wir einen neuen Kollegen. Wie es aussieht. Einen neuen Rekruten. So ein Flugzeug fliegt gerade bei mir vorbei. Vielleicht hört man es, vielleicht auch nicht. Dass ich immer noch mal auf Mission starten drücken soll oder muss, was soll ich, was hätte ich schon sonst machen sollen. Bis jetzt ist das Spiel ganz schön cool. Noch langweilig, geht noch nicht ab, aber ich lerne es ja noch, deswegen. Was ist euer Begehr? Neuer Rekrut. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Brennan, wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Ganz schön viele von denen hier. Pitcairn, ihr Narr. Diese Taten sind verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Oh, aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham. General Braddock. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern auf dem Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Ja, das werden wir ja sehen, ob wir hier fertig sind. Tja, das
Nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie ist das Glück will? Für Sie auch. Kommt mit. Jetzt. Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. So, dann werden wir auf jeden Fall mal verfolgen und gucken, was dann gleich abgeht. So. Sag mal, du blöder Sack, schubst mich nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oi. Diebe und Halunken seid ihr allesamt. Ich spucke auf euch und euren Krieg. Oh. So, was mache ich jetzt? So, folgen und dann überfallen. Finde ich cool. Schön in die Gasse rein. Schön in die Gasse rein. Hi, mein Freund. Ja, schubst mich doch. Hat er mich geschubst, der Drecksack? Lass den gehen, Edward. Ach, ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Okay, mein Freund. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert. Oh, ich habe eine abgekriegt. Du hast keine Waffe, mein Freund. Was willst du jetzt, hä? Was willst du ohne Waffe machen? Schlagen? Lächerlich. Jungs, kümmert euch um den. Oh, er hat seine Waffe wieder aufgehoben. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Spitzel dürfen keine Verstärkung rufen. Haben die das wohl getan? Schade. Ich zügle meine Hand, weil ihr einst mein Bruder wart. Und ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an! Und liegt ihr irgendwann gebraucht. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf den Weg. So, der Soldat. Mission beendet. Wir hauen direkt die nächste Mission raus.
Ja, leider haben wir ein bisschen verkackt. Aber kommt oft vor bei Assassin's Creed, wisst ihr ja. Vor allem, wenn ich spiele. So, machen wir wohl weiter. Alter! Jetzt auf die Jungs, seid auf! Ihr seid so viele! Ich komme mit meinem großen Bruder. Dann können wir es nochmal regeln. So, muss ich hoch oder runter? Runter. Glaube ich, aber hier ist einer zu reden. Da geht es dann, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Wir reden erstmal. Nein! Da stand ein Spiel spielen. Ich möchte kein Spiel spielen. Nein, zurück. Will ich nicht. Tut mir leid. Wir müssen, glaube ich, hoch. Später können wir vielleicht spielen, mein Freund. Jetzt nicht, okay? Jetzt habe ich keinen Bock. Wollen wir uns erstmal mit denen unterhalten? Reden bitte. Wieso geht das denn? Komm, jawohl. Nur eine Frage an euch. Warum Medizin? Ich sollte wohl sagen, für das Wohl meiner Mitmenschen, oder? Dass ich diesen Weg wählte, weil ich höhere und edlere Ziele habe. Ist es denn etwa nicht so? Vielleicht. Doch das hat mich nicht geleitet. Nein. Es war ein weniger abstrakter Grund. Ich mag Geld. Es gibt andere Wege zum Reichtum. Doch welche Ware ist teurer als das Leben? Nichts anderes ist so wertvoll. Nichts so heiß begehrt. Und kein Preis ist einem Menschen so hoch, wenn ein abruptes Ende bevorsteht. Ja, kaum genug gelabert. Grausame Worte, Benjamin. Doch, sie sind wahr. Ihr habt doch einen Eid geleistet, oder nicht? Ich befolge den Eid, doch diktiert er nicht den Preis. Ich verlange nur Kompensation, faire Kompensation. Und wenn Sie nicht die Mittel haben? Dann gibt es andere, die Ihnen helfen können. Gibt der Bäcker einem Bettler sein Brot umsonst? Fertigt der Schneider Kleider für Frauen an, die sie nicht bezahlen können? Nein. Warum sollte ich? Ihr sagtet es selbst. Nichts ist so wertvoll wie das Leben. Genau. Umso mehr ein Grund dafür zu sorgen, dass man es sich leisten kann. Nee, ich will jetzt nicht mehr reden. Wir machen die Mission. Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, Odysseus hat sie. Odysseus? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lasst mich erklären. Wir dringen Silas vor, getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant, riskant. Gefällt mir. Dann lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. So, regnet es? Ich denke schon. Immer diese lange Ladezeit. Ja, es regnet. Die Sklaven, die wir gleich retten. Der Konvoi sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Ah.
Was haben die da vor? Drücken, um Waffe aufzuheben. Hä? Hä? Was? Hab ich doch. Ah, ah, da ist sie. Hab sie gar nicht gesehen. Sollen wir schon schießen? Frage ist, wann soll ich denn loslegen mit dem Ballern? Vielleicht fange ich jetzt einfach mal an. Muss ich nicht nachladen? Und ob ich nachladen muss? Ne, muss ich nicht. Doch, muss ich. Lad schneller nach! Ich auch jedes Mal nachladen drücken muss ich jetzt im Kotzen. Das war Glück, dass ich noch getroffen habe. Das ging schnell mit dem Umziehen. Ihr und William, ihr seid die Vorhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Wenn sie mein Wort hat, dann wird es auf jeden Fall so sein. Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigungen haben sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns nicht. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Wieder rumrennen. Voll süß mit den ganzen Tieren. Oh, da sind Tote. Tote, Tote, Tote. Auf dem Dach war einer, da oben. Ah, ist einer von uns, sehr gut. Greif den Feind an! Sehr cool, ich kann von hier so Befehle geben. Sehr nice. Das finde ich cool, dass ich nichts machen muss. Einfach nur da rumsitzen. Gottverdammte Hunde. Lasst keinen zu uns durch! Nicht den Hund, du Idiot! Guck mal, der ist unsichtbar geworden. Er hat einen Schlag bekommen von dem Tomahawk. Und zack, wenn es einer ist. Und zack, unsichtbar geworden. Habt ihr es gesehen? Richtig geil. Der hat ihn einfach bestimmt in Lichtgeschwindigkeit geschlagen, dass sein Körper komplett in 1000 Teile gesprungen ist. Da kommen die von hinten. Sehr geil. Als ob die da hinten das nicht sehen würden. Zählt mir doch nichts. Greif den Feind an! Hier, der Kollege hier lebt noch. Alles frei. Da leben noch drei. Da leben noch mehr. Gott, wenn ich töten sage, meine ich töten.
Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Cyrus. Rein dann. Siehst du, ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Um den kümmere ich mich bestimmt. Er stirbt. Oder so. Das Signal, wenn ihr bereit seid. Finden und töten und dann heimliche Attacken machen. Also wir dürfen natürlich nicht entdeckt werden. Ist natürlich selbstverständlich. Wenn wir so viel irgendwie entdecken, nee, wir müssen eh sowieso erstmal ein bisschen näher rangehen. Gefangene befreit. Müssen wir machen, ne? Was denn am nächsten? 40 Meter? 31 Meter, okay. Erst letzte Woche aus London eingetroffen. Und soll es mit uns auf Patrouille gehen? Auf Silas Geheiß. Oh cool, man kann sich hier so in die Hecke. Komm her, mein Freund. Nein, ich will den Kollegen nehmen. Kann ich ihn nicht nehmen? Oh Mann. Und dann ins Gebüsch werfen, man sieht ihn doch. Zu riskieren. Ah, der ist weg. Okay, der ist weg. Der hat auch eine Schelle des Grauens bekommen, sodass er unsichtbar wurde. Sowas mag ich überhaupt nicht. Was soll man machen? So, ich muss jedes Mal, bevor ich jemanden befreie, jemanden töten. So, die waren misstrauisch. Das finde ich gar nicht nett, wenn die misstrauisch sind. Oh, da ist noch jemand misstrauisch. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich wäre dafür, dass wir da ins Gebüsch gehen, wenn die uns nicht sehen. Und dann kümmern wir uns um dich, mein Freund, wenn du gleich wieder hier bist. Die werden es hoffentlich nicht mitkriegen. Schießen werde ich ja nicht. Wo ist denn der? Weg? Ne, da hinten chillt er. Der kommt schon gleich. Das dauert ja ewig, bis er kommt. Scheiße. Egal, wir warten. Wir haben Zeit. Der muss nämlich hierher kommen. Wenn wir die jetzt befreien, der checkt es ja dann. Komm her, mein Freund. Komm. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm. Komm, komm, komm. Komm, mein Freund. Komm, du kleiner Wichser. Dann halt so, wenn es nicht anders geht. So, meine Freunde. Raus mit euch. Gleich weiter da hinten. Ich habe das Gefühl, dass es da schwerer wird als die ersten beiden. Wie komme ich denn da vorbei? Oi, Leute. Verzeiht die Verspätung. Cutter hat mich lange schuften lassen. Du kennst Cutter? Wer hat mir wohl diesen Posten verschafft? Oh oh. Oh oh, der guckt wieder. Hat der Maul? Nein! Oh! Wurde ich entdeckt? Nee. Oh, Panik. Der hat gerade einen Kick von mir bekommen und ins Wasser gefallen. Ich find's geil, dass hier immer noch nicht. Wie kommt man da hoch? Schwimmen können. Gleich kommt hier mit Sicherheit einer vorbei. Bewegen die sich? Ne, ich glaube nicht. Da sind zwei. Oh doch, der bewegt sich. Und der ist ein bisschen alarmiert, glaube ich.
Oh, scheiße. Nein, 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 nein. So, meine Freunde, ihr dürft auch gehen. Nichts zu danken. Dass die Leichen verschwinden, ist so zum Kotzen. Ich wollte die nämlich plündern. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das vor. Tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Okay. Bringt sie zurück. Schutzschild. Da ist alles. Da ist gerade alles fehlgeschlagen, habe ich gerade gesehen. Aber warum? Stirb, mein Freund. So, langsam kann ich ein bisschen kämpfen. Oh, ich krieg aber ganz schön eine Schellen ab. Ich frage mich, warum eben alles fehlgeschlagen ist, beziehungsweise sehr viel. Meine Freundin in Ruhe. So, ich hab's jetzt raus. Nachladen? Ich hab's raus, Leute. Wenn ich sage, ist es so. So. Wie sich das anhört. Stirb. Ich schaue jetzt langsam mal ab. Wir müssen uns ja um einen kümmern, ne? Lad mal nach, mein Freund. Oh, was willst du denn? Gib's die Waffe nicht auf, du Sack. Waffe tauschen, wenn's geht.
Oh, warte mal. Was war denn da, wenn ich R2 nur antippe? Oh, scheiße. Waffe fallen gelassen, ist ja so gut. Okay, okay, okay. Okay. Gib her das Ding. Warte, mein Freund, ich muss nachladen. Ach du heilige Scheiße. Warte, ich wollte doch Schutzschild machen. Ja, ich komme noch nicht ganz zurecht damit. Wie soll ich denn da durchkommen, wenn ich fragen darf? Es kommen immer wieder neue Leute, weil ich dann ein Schutzschild machen kann. Ich habe aber vergessen, wie es geht. Menschliches Schutzschild. Komm her. Ich bin verwirrt. Überall ist rot. Alles fehlgeschlagen. Weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Jetzt sterbe ich. Ich muss ja da irgendwie durch. Kann ich meine Jungs mitbringen? Lad mal nach. Vielleicht, wenn hier alles fertig ist, kommen meine Jungs mit. An das habe ich gar nicht gedacht. Oder kommen hier immer wieder neue? Ich weiß es nicht. Schön, wie ich die Leute einen nach den anderen töte. Aber ich glaube, es kommen immer wieder neue. Nee, wir müssen dahin. Die Frage ist aber, wie? Oh, ihr kleinen Wichser. Wie soll ich denn da durchkommen? Ich bin wieder richtig verwirrt. Keine Munition. Du kannst die Waffe auch behalten. Darf ich irgendwie nicht entdeckt sein oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt durchkomme durch dieses scheiß Tor. Ich sehe nicht mal, wie es geht. Ach Leute, ich bin gerade richtig verwirrt. Oh, ich will nicht auf R2 drücken, ich drück da jedes Mal drauf. Stirb, mein Freund, dann kümmern wir uns weiter um das Tor. Weil irgendwie müssen wir da ja rein. Irgendwie muss es doch gehen. Hier die Leute killen, das bringt nichts. Irgendwie hochklettern. Lol. Durch das Tor kommen wir nicht, wir können aber da hochklettern. Pitbull, du gehörst erschossen, ey. Ach, du Wichser! Gut, dass ihr bei uns seid. Ich könnte Hilfe brauchen. Wo ist der? Einfach erschossen. Scheiß auf den Kampf, ey.
Du Sack. Wer bist du? Ich bin Haytham Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Silas, und ich werde es einhalten. So ein leichter Lösungsweg und wir kämpfen da, bis wir fast verreckt sind. Wir kommen nicht durchs Tor, aber wir können da hochklettern. Ist natürlich sehr geil. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird.